So, 2 und hier. Genau. Hier und hier und hier und hier und hier. Guck mal, wie als wenn es abgezählt wäre. Da kommt die Wand hin. Meine Güte, bin ich gut. ja. Also wie gesagt, für den Raum hier unten, das Einzige, was ich wirklich geplant hatte, war der Durchgang und der Plan ist nur nicht aufgegangen. Alles andere ist wieder Freestyle. So. 2. Ist natürlich viel zu groß, dafür, dass da vielleicht irgendwie 9 Batterien rein sollen, also dreifägige Stromart. Naja. Was soll's? Ist doch egal, oder? So, und wenn man dann hier steht, kann man da bis nach hinten irgendwie. Oh, und dann ausgeleuchtet alles. Meine Güte. Ich hoffe ja nur, die Beleuchtung hier oben reicht bis nach unten. Sonst müssen wir uns unten was anderes ausdenken. Wir können ja den Boden aus Platten machen und da dann irgendwie Lampen drunter legen. Das ist ja kein Problem. Aber so passt das. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Wir können ja gleich nochmal wieder ein bisschen Mese machen und dann schon mal hier die Lampen voll machen. Weil bevor wir dann tatsächlich irgendwie den kompletten Rest auch noch irgendwie freilegen da unten und dann gar nicht mehr rankommen oben. Ich glaube, da machen wir dann gleich nochmal Mese. Und dann, ja, beleuchten wir diese Halle hier schon mal so ein bisschen. Und so. Ja, nochmal. So, und in der Mitte natürlich. Der Rest passt soweit. Ja, ich glaube, da machen wir nämlich jetzt erst den Lampenkram. Ich glaube, hier machen wir das nicht. Hier machen wir dann zu. Und zu, dass wir so von den Abständen genau gleich sind, aber natürlich irgendwie nicht so breit sind. Hier wird auch keiner mehr reinpassen. Aber man müsste dann hier irgendwie das. Und hier wird es eh nicht gehen. Nee, so ist gut. Also wir haben hier unsere Beleuchtung und wir haben dann da hinten da die Hallenbeleuchtung. Das heißt. So, 3, 4, 5, 6. Das sind 54. Dann 57, 60. Okay. Da brauchen wir viel Mese für, würde ich sagen. Und viel Glas brauchen wir dafür. Ich glaube, Glas haben wir noch. Genau, immer erst einmal die Kiste aufmachen. Hier das andere Item. Ach, und hier können wir eigentlich mal unsere Knochenkiste reintun. So. Ja, Glas haben wir noch. Mese haben wir auch noch. Wir müssen auch noch welche machen und Cobblestone kann man mal in die Cobblestone-Kiste umfüllen. Wir machen einfach mal ein bisschen. 50. Haben wir jetzt echt 50 von diesen Dingern hier? Der eine hier jetzt noch. Machen wir wirklich mal 50. So. Kurbel in die Kiste.
So. Machen wir das jetzt echt 50 Mal? Ich habe da ja irgendwie keinen Bock drauf, ne? Vor allem, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man das hier rausklicken konnte mit Shift früher mal. Da bin ich mir 100% sicher, dass das mal ging. Aber wir nehmen das mal einfach alles mit rüber. Und dann gucken wir mal, was wir machen. So, Holzfäller raus. Wir müssen da auch noch... Es reicht ja sowieso nicht. Wir müssen auch gleich noch mal ein bisschen uns um, ja, um die Pressform kümmern. Weil wir ja auch noch ein bisschen Eisen irgendwie... Das haben wir doch hier in die Kiste getan zum Brennen, oder? Nee? Eisen, da. Da haben wir Eisen. So, so, so. So, so, so. 20. Machen wir 20, oder? Und hier wächst der Kaktus schon wieder noch. Das ist schon mal wieder ganz gut. Zack, 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 zack. Und den Ofen damit. Und dann machen wir hier uns eben unsere Plättchen. Dö. So. Und dann können wir schon mal, während das hier oben brennt, ein paar Lampen machen. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Licht zum Weiterarbeiten gleich. Beziehungsweise erstmal machen wir hier. So. Zack, zack, zack. Und dann fangen wir hier hinten dann zumindest schon mal mit einer an. Da drüber ist halt Luft, aber da sieht man ja nicht. So, mit Kringeln, das ist doch wunderschön. Mehr oder weniger, ne? Und es ist hell, vielleicht reicht das tatsächlich sogar bis unten. Machen hier auch nochmal irgendwie eine hin. Schon ein bisschen finster, ne? Aber hier ist ja auch noch alles irgendwie davor. Wir gucken mal. Wir können uns natürlich auch da einfach bedienen. Dann müssen wir uns die nochmal Mese machen. Machen wir trotzdem. So. Zweimal Mese. Zweimal Glas. Aber da kann man es nämlich auch rausnehmen, einfach nur mit Shift. So. Und Thomas geht genau auf, ne? Zu wenig. Na ja, gut. So, dann auf ein neues. Weiter geht's. Also die Folge ist, glaube ich, eher gerade so ein bisschen einfach nur hin und her laufen und Mesekram machen. Ja, vielleicht sogar schon reichen, oder? 16, 18, ne, reicht noch nicht. Ein, ja, doch.
Na, ich glaube. Na, wir gucken mal. Vielleicht reicht es ja tatsächlich. Ja. So rum. Da haben wir dann 8, dann haben wir den da hinten und dann. Ja, wird nicht reichen. Gut, wir lassen uns mal eben rennen. Die Zeit nutzen wir einmal sinnvoll. So. Kann man nämlich hier hinten einmal zu Ende auffüllen. Upsi. Und dann brauchen wir hier noch einmal. Also 2, das sind 8, das sind 10, das sind 18. Glaube, das reicht sogar, ne? Das ist doch super. Das ist doch super, Junge. Ja. So, zack. 16, 18, sehr gut. Ja, zwei Lampen haben wir noch und dann haben wir unsere Beleuchtung unten schon mal fertig. Und ich glaube, das Design mit den Kringeln, das baue ich das hier auch. Ich zähle das jetzt nicht ab, aber wir gucken mal. Im Zweifelsfall können wir ja noch einen weiter nach hinten gehen, dann muss man den Gang einfach um eins verschieben, das passt schon. Platz ist ja da. Aber dann haben wir zumindest ein einheitliches Beleuchtungskonzept. Das ist auch gut. Ja. Zack, 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 zack. Wie kommen wir alle auf 9? Es sind 8. Es sind immer 8. Es sind immer 8. Junge! Was du für eine Scheiße! Und die hängen wir jetzt hier noch irgendwo mit hin. Ach, bei der Gelegenheit, wir müssen uns ja eh drehen. Das heißt, wir legen sie gleich vorne irgendwie mit hin. Dann haben wir es von Anfang an vorne auch schon in Ordnung. Oder wir tun sie hier einfach rein. Wir tun sie hier einfach rein. So, scheißegal, dann brauchen wir den Schraubendreher nicht, dann passt das schon. Weil hier müssen ja auch noch drei hin eigentlich. So. Das ist doch allerliebst, oder? Ist das allerliebst? Das ist allerliebst, ne? So, jetzt gucken wir mal, dass wir uns die Schaufeln nehmen und dann mal hier einmal. So. Und dann gehen wir nämlich hier nochmal einmal durch. Dass wir hier dann auch die Wand reinziehen, schon hier oben. Und dann gehen wir unten einmal längs und dann ziehen wir die Wand unten auch noch rein. Beziehungsweise unten müssen wir eh noch aushöhlen. Beziehungsweise ausgraben. Den Rest. Einfach komplett. Alles weg. So, dann haben wir nämlich die Halle fertig und dann würde ich auch sagen, ist die Aufnahmesession danach dann irgendwann vielleicht mal fertig, oder? Oh, hat ja genau gereicht, bis die Hacke fertig ist. Ne? Dann wollen wir nämlich wieder hochgehen. Und dann machen wir uns einfach nochmal zwei, würde ich sagen. Mal eben, was wir hier noch so drin haben. Form haben wir da noch drin. Und hier uns eben machen. So, das heißt, wir brauchen das hier nicht mehr. Wir brauchen jetzt wieder das hier rein oben. Da und den Eimer. Dann haben wir nämlich den und dann haben wir zack. Und dann haben wir. Und dann haben wir nämlich schon mal die Hacke und dann haben wir hier noch zack und dann haben wir hier und dann haben wir hier zack und dann haben wir hier und so haben wir noch mal so haben wir zwei Hacken und dann haben wir einen vollen Eimer und das kann man dann erstmal wieder brennen hier. Na, noch ein Ofen. Na, zwei Öfen. Der Ofen, der muss sowieso mal weg jetzt hier. Ja.
Ich sollte vielleicht vorher mir erstmal Werkzeug machen, mit dem ich den Ofen auch wegmachen kann. Alles irgendwie geht nicht mehr, ne? So, dann können wir ein Brennzeug hier mal reinlegen, dann können wir das hier eigentlich auch mal reinlegen, dann können wir das hier reinlegen, dann können wir das... Ja, brauchen wir auch nicht mehr eigentlich, dann können wir das hier auch noch mal mit dazu tun. Dann haben wir hier so unsere kleine Meseecke. Leseecke. Sitzecke. Sitzecke war es, glaube ich. Ich glaube, es war die Sitzecke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Werbung machen zu wollen, aber das Zeug schmeckt mir doch besser als das andere. Es ist nicht so extrem süß. Es ist zwar auch süß und es ist Zucker und es ist ungesund, aber es schmeckt nicht so ganz scheiße. Irritationen sind groß, mein Freund. So. Zu wenig Stöcker. Na klar, natürlich. Natürlich zu wenig Stöcker, wie immer. Man kennt das. Aha, guck mal, genau aufgegangen. Wie als war geplant. Es war geplant. Ich wusste, da ist noch einer und ich verbrauche genauso viele, dass ich den dann auch noch rausnehmen kann unten und nein. So, das kommt weg. So, das ist hier noch drin, hier ist noch viel Zeug drin. Müssen wir eigentlich irgendwann mal auslagern, ne? Vorher gönne ich mir aber noch mal ein bisschen Ofenkartoffel. Haben wir auch mal einen Mann. Die heißt einfach nur Baked Potato. Die heißt sogar Ofenkartoffel. Meine Güte. ja, es wurden ein paar Mods wurden übersetzt, habe ich gesehen. Unter anderem, ich glaube sogar die Großkaninchen. Ja, die Mobs-Mod wurde doch übersetzt. Ich glaube, das war heute vorher noch alles die englischsprachigen Begriffe gehabt, ne? Und Farming wurde übersetzt, also da sind ein paar Mods sind neu übersetzt worden. Hätte ich in den Updates gesehen, irgendwie durch mein Update-Script, das wird dann ja da ja angezeigt, was gemacht wird. Und dann klicke ich da drauf und dann gucke ich mir das an. Ich mache ja nur immer erst Updates und gucke dann, ob sich was geändert hat. Ich bin ja blöd. Ich mache das ja nicht so, dass ich erst gucke, was sich ändert und mache dann die Updates. Apropos machen, was wollte ich machen? Ich wollte mir eine Hacke machen und mit der Hacke wollte ich Dinge tun. Genau, ich wollte unten weiterbauen. Ich glaube, das kann jetzt auch mal langsam. Ich glaube, hier machen wir auch Trick 17 mit in der Mitte und dann Mese drunter, oder? Ach ja, ich hatte Mese, glaube ich, gebracht. Ja, ich hatte Mese in die Kiste geschmissen zum Brennen. Die Reihe muss auch noch. Und dann wird es natürlich nicht reichen, das ist mir schon klar, aber dann haben wir zumindest schon mal einen Teil irgendwie gedeckt. Nee, decken sagt man nicht. Was sagt man denn, wenn wir eine Wand, Wand ziehen? Wand bauen? Wand legen? Also das Dach, das deckt man, ne? Den Boden legt man, verlegt man. Und Wand, stellt man die? Wäre irgendwie sinnvoll, ne? Also, bin kein Handwerker oder Zimmermann, daher weiß ich das nicht. Aber ich glaube, Stellen, rein von der Logik her, würde Stellen ja passen. Aber keine Ahnung. Bitte nicht drauf festnageln, ich weiß es nicht. Ich ziehe die Wand einfach. Aber Wand ziehen, so Wand reinziehen, würde auch passen. Ne? Vielleicht gibt es auch Unterschiede, ne? So für innen, so Trockenbauwände, die man innen benutzt, die stellt man ja. Ne? Und die Wand außen, wenn man kein Fertighaus-System irgendwie nutzt, dann zieht man die doch hoch, die Wand, ne? Dann zieht man die doch. Oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin doof. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Wand gemacht. Machen ist immer gut, ne? Wenn man nicht weiß, was man sagen will, dann macht man das einfach. So, dann machen wir hier mal den Boden weg, wobei da wird es natürlich wieder passen. Wir bauen ihn ab.
rausreißen tun wir ihn hier nicht. Ne? Wir bauen ihn hier ab. Ein Teppich wird man rausreißen. Da wird es dann wieder passen. Ich sollte nicht mit Handwerksbegriffen um mich schmeißen. Das kriege ich von Handwerkern auf die Fresse. So, aber es ist egal. Ich glaube, um 2 Uhr, um 2:30 Uhr nachts ist das, glaube ich, in Ordnung. Meine Güte, warum ist es schon wieder 3? Warum nehme ich schon wieder seit 2 Stunden auf? Oh mein Gott, was tue ich mit meinem Leben? So, erste Schicht abgetragen, abgebaut. Wir tragen sie ja. Okay, ich höre schon auf. So. Wie wir das letztendlich machen, ist egal. Ob wir jetzt hier einmal oben irgendwie eben für Ebene machen oder auf einmal wirklich. Aber ich sehe schon, es ist zu dunkel, das reicht nicht. Wir müssen uns unten müssen wir uns auch noch was ausdenken. Oh, unten habe ich aber eine andere Idee. Wollte ich nicht eigentlich sowieso so Bögen bauen? Das machen wir. Wir ziehen hier so eine Wandtrennung rein. Und dann gehen wir vielleicht sogar noch eins tiefer. So, dann haben wir nämlich optisch hier diese Steine drin. Ja, mit dem ja in der Hälfte durchgeschnittenen. Und dann gehen wir hier nämlich da noch eins weiter runter. Also bis hier dann quasi. Ach, so ein Unsinn. Hier machen wir gerade runter, hier ziehen wir zu. Und dann können wir nämlich hier unterhalb so einen Schwung reinbauen. Oder wir machen den von oben. Nee, wir machen den unten. Das ist schon okay. So. Und den brauchen wir noch welche. Weil dann kann man nämlich da an einer Stelle hinter den Slabs dann auch Dinge verstecken. Upsa. Da ziehen wir dann nämlich noch eine Reihe mit Beleuchtung hinter, dass das dann unten auch ein bisschen mehr beleuchtet ist, als jetzt nur von hier oben. Obwohl, naja, es ist schon dunkel. Das ist. Hier wäre gut, also von der Höhe des. Die reichen halt nicht bis zum Boden oder nicht ganz bis zum Boden. Ne? Das ist. Ist zu dunkel. Oder wir machen das nicht mit diesem Knick unten drin. Nee, wir gehen da keins tiefer. Wir nutzen einfach dann den Trick 17 mit dem Boden. Das heißt, Boden. Aber den Kreis hier drumherum, die Trennung, die lasse ich drin, weil das dann hier von der Höhe mit der Brüstung hier das ein bisschen weiterführt. Das ist, glaube ich, okay. Und jetzt haben wir natürlich keine mehr von den Steinen, weil wir die alle für das benutzt haben. Kleinen Moment. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. So. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Nicht, dass ihr davon was gemerkt hättet, dass ich weg war. Außer, dass ich es natürlich angekündigt habe und kurz geschnitten habe. Aber da bin ich wieder. Ich bin wieder hier. So, jetzt gehen wir mal eben kurz mal oben gucken. Das Mesa müsste ja nun inzwischen komplett gebrannt sein. Ja. Können wir dann nämlich gleich die nächste Hacke draus machen, wenn wir unten noch ein bisschen Holz finden. Was ich eigentlich nicht glaube. Schauen wir gleich mal auf dem Rückweg, wenn da noch Holz ist. Ist da noch welches? Wenn nicht, dann ist da halt keins mehr. Dann ist das halt so. Dann ist das auch in Ordnung. So. So. Na? Zack, zack, zack. Dachte, da wäre noch was drin gewesen. Da, hier, guck mal, ja, doch, da war noch Holz. Wusste ich natürlich. Das
wusste ich selbstverständlich, dass da noch Holz ist. Aber sowas von. So. So. Und dann geht also weiter hier. Oh, wir haben gleich kein Futter mehr. Natürlich entsprechend zu. Hier ist natürlich auch. So, dann haben wir nämlich hier, ne? Brüstung und so. Und dann machen wir hier mal den Innenkram weiter frei. Und dann passt das schon. So, einmal rum und nochmal rum und nochmal rum. Ja, es ist ja schon spät, ne? Oder früh? Je nach. Oh, und ich bin voll. Und mein Inventar auch. Was? So. Und die nächste Rutsche machen wir auch noch hier. Und dann sind wir eigentlich schon auf der Höhe, wo wir dann auch später laufen. Und dann können wir mal gucken mit dem Licht. Ah, guck mal, hier wäre noch gut, aber hier ist genau ein tiefer. Ja, es ist wirklich, ne? Es ist genau ein. Ja, gut, hier geht's noch so gerade eben, aber hier geht's. Da ist dann, man sieht's an der Hacke, ne? Da wird's dann dunkler. Na gut. Ist nicht weiter tragisch. Wir müssen einfach nur ganz viel Meselampen machen. Oder dann können wir auch Fackeln nehmen. Wobei da Meselampen wahrscheinlich fast schon günstiger sind, weil wir so viel Kohle brauchen für Fackeln. Oder wir nehmen einfach Glowglass. Das ist dann von dem Verhältnis noch mal ein bisschen angenehmer. Das heißt, wir müssen zwei runter und da dann verlegen und dann nochmal wieder einen drauf. Was man natürlich auch machen könnte, das rein für den Show-Effekt, also das ganze Teil hier ist natürlich Show-Effekt, ne, das ist klar. Wie gesagt, es wären 9 Batterien maximal. Mehr wäre hier eh nicht drin. Aber für den Show-Effekt könnte man dann so Becken machen, wo man Wasser reinfüllt, so generatormäßig, ne? Das wäre auch irgendwie geil. Dass man sagt, hier hinten irgendwie so 2 Becken, so auch in dem halt ein bisschen größer. Ja gut, wir haben keine richtige Mitte. Das heißt, es wäre dann, wird sich das in der Mitte treffen oder 2 Abstände haben. Dass man hier ein großes Becken vielleicht dann sonst reinmacht. Mit so einer Brücke drüber. Boah, das wäre cool. Und dann hellblau oder blau den Ton, den gebrannten. So als Designeffekt. Oder vielleicht auch so Kacheln in Blau. Keine Ahnung, ob es das gibt. Und da dann eben das mit auskleiden und dann kann man halt runterlaufen, drüber laufen über die Brücke und unten ist dann noch irgendwas. Dann kann man irgendwas reinbauen. Mit irgendwelchen Geräten, die dann so ein bisschen generatormäßig aussehen. So Becken wie im Atomkraftwerk, wo dann unten die Brennstäbe drin sind. Boah, das mache ich. Das mache ich. Oh Junge, wird das cool. Oh ja. Inventar schon wieder voll. Es geht doch immer relativ schnell. Da muss man auch nicht alles irgendwie auskleiden. Dann kann man nämlich gleich schon mal das Becken abstecken. Oder andeuten, wie groß das dann werden soll. Oder die Brücke geht nur bis zur Hälfte und dann hat man da, keine Ahnung, so eine Arbeitsplattform oder sowas. Wir gucken gleich mal, wie wir das machen. Erstmal machen wir jetzt hier die Wände fertig. So. Und das Becken wird natürlich voll beleuchtet werden. Das wird richtig hell sein. Ne? Auch hinter den Wänden machen wir Beleuchtung. Und die Wände werden dann auch ja, flach, dass eben die Beleuchtung durchscheint. Also quasi das, was wir im Boden auch machen, nur eben halt an den Wänden.
weiß gar nicht, wie gut das Wasser das dann irgendwie durchscheinen lässt. Aber das wird gut. Und den machen wir dann richtig schön irgendwie tief und unten machen wir dann irgendwie Lampen. Vielleicht machen wir auch sichtbare Lampen rein. Und dann so wie im Schwimmbad die Beleuchtung. Oh, Junge. Das wird gut. Das wird gut. Das wird richtig gut. Die machen wir aber nicht direkt. Doch, ne, die machen wir hier mit einem Abstand. Nehmen wir bis hier, ne? Das war ein... Oh, hier ist Wasser. Ach, guck mal, hier ist sogar schon Wasser. Oh, das ist ja praktisch, Junge. Wieso ist denn da schon Wasser? Da ist doch bestimmt eine Höhle, oder? So. Oder machen wir da zwei Becken von? Ich meine, es ist ja egal. Wir können ja ganz unten können wir ja die Batterien und so reinstellen. Das ist ja egal. Wo die nachher sind, ist ja irrelevant.